habe Zeit. So, wo sind denn Waschbären? Morgen da. Da hinten ist einer. Der steht immer auf den Hinterbeinen. Okay, so geht's. Jetzt habe ich es verstanden. Füttere einen kleinen Tier. Was habe ich denn jetzt bekommen? Motivbeutel. Okay. Dankeschön. Okay, das, da hat mein Controller jetzt gerade gesponnen wieder. Hier für dich einmal ein paar Beeren. So. Noch ein Motivbeutel. Oh, ein Herz. Das ist aber süß. So, Nummer 1 haben wir erledigt. Wir haben die Waschbären gefüttert. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo haben sie denn das Ding vergraben. Schaufel. Ah, hier könnte es theoretisch sein. Nein. Das war einfach nur ein normales Loch. Ich hoffe ja immer, dass dass das Spiel erkennt, wenn irgendwo etwas draufsteht. Dass die nicht einfach einen festen Spot haben. Und sobald da was draufsteht, findet man es nicht mehr. Wo haben die das denn vergraben? Ach, hier. Natürlich, bei mir auf dem Grundstück. Das ist ja lieb. Okay, bringe Dagobert den Kastenschlüssel. Okay, aber jetzt weiß ich zumindest, ach das Bass, wie man sich einem Waschbär nähert, beziehungsweise auch den Krokodilen. Ich mag Stitch. So, Dagobert. Hast du eine Minute Zeit? Na klar. So, hier dein Kassenschlüssel. Sei gegrüßt, Nachbar. Oh, mein lieber Scholli. Kipper, du hast meinen Kastenschlüssel gefunden. Vielen Dank. Ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, die andere verursacht haben.
Ich hoffe, dass mein Neffe seine Lektion diesmal gelernt hat. Freundlichen Dank. Oh. Wie ist es mit dem Tag gelaufen? Ist er immer noch wütend? Er war froh, seinen Kassenschlüssel zurückzubekommen. Allerdings schien er immer noch ein bisschen wütend auf Donald zu sein. Aha. Ich wünschte nur, sie könnten wieder so miteinander auskommen wie früher. Sicher haben sie sich gelegentlich gestritten, aber nicht so wie jetzt. Hm. Ich habe so viele Familienfotos von ihnen aus der Zeit vor dem Vergessen. Moment. Fotos, das ist es. Ich suche ein glückliches Foto von ihnen in meinem Album. Mache einen Rahmen und wenn wir sie dann vielleicht zu einem netten Abendessen zusammenbringen und... Wow, nicht so schnell. Wie wäre es, wenn du das Foto findest und ich mache das Essen und den Rahmen? So hast du die Zeit, das perfekte Foto zu finden. Tolle Idee, Kidma. Vielleicht könnte der Rahmen etwas als Thema haben, das beide lieben. Nun, Donald lebt auf einem Boot und Dagobert Duck ist bekannt für seine Abenteuer, also vielleicht ein Muschelrahmen. Ich sollte für die Herstellung Glas, Weichholz, Muscheln und Jakobsmuscheln kombinieren. Aha. Das könnte klappen, Kidma. Für das Essen sollten wir etwas nehmen, das sie gemeinsam essen können, wie einen roten Obstkuchen, weil ich beide so gut kenne. Ja, ich habe gerade in diesem Rezeptbuch, das ich mir von Remy geliehen habe, darüber gelesen. Dankeschön. So, benutzen wir es mal. Ja, roter Obstkuchen. Mein Geldspeicher hält dich. Na klar. So, also, wir müssen einen Rahmen herstellen. Stelle Muschelrahmen her. Und danach müssen wir das Essen kochen. Die Materialien haben wir alle schon, die wir brauchen. Denn wir haben immer alles auf Vorrat, Freunde. Muschelrahmen. Okay, die ganzen neuen Sachen hier, die wir freigeschaltet haben. Muschelrahmen. 8 Glas, 5 Muscheln, 8 Muscheln, 10 Weichholz. Alles klar, let's go. Familia. So, Nummer 1. Und stelle sicher, dass du alles hast, was mir aber im Inventar. Roter Obstkuchen, okay. Den machen wir auch eben. Obstkuchen. Wahrscheinlich ist das ein Nachtisch, oder? Roter Obstkuchen. So, let's go. Möchtest du dies weitergeben? Kurz warten. Bitteschön. Ich hasse es, wenn ich Sachen weitergeben muss in diesem Spiel. Die sind fantastisch. Vielen Dank für deine Hilfe, Kidma. Ich werde alles zu Herrn Duck bringen. Ah, okay. Wir müssen zuhören, wie sie beiden sich entschuldigen. Also wie sie sich entschuldigen, also wie die beiden reden. Wow. Dieses Tempo. Er hat es ein bisschen eiliger. Herr Duck? Ah, Mirabel-Mädchen. Ich hoffe, du lädst mich nicht wieder auf einen Spaziergang mit Donald ein. Naja, nicht ganz. Ich wollte dir das hier geben. Weil du hast, steht da hinten noch. Es macht mich traurig zu sehen, wie wütend du und Donald aufeinander sind. Die Familie ist so wichtig. Vielleicht ist dies etwas, das du und Donald gemeinsam tun könnt, um dich daran zu erinnern. Ja, das ist ein schönes Foto von uns beiden, nicht wahr? Ich kann wohl nicht ewig auf Donald wütend sein. Ich bin sicher, dass es ihm genauso geht.
Ich hoffe, dass dir das Essen schmeckt. Oh, das werden wir. Das werden wir. Und du hast recht. Familie ist wichtig. Nein, das Tier streicheln. Ist aber auch lieb. Ich sehe mal nach Donald und Herrn Duck, um zu erfahren, wie es gelaufen ist. Wir haben es geschafft. Donald und Herr Duck haben sich verziehen. Sie stritten sich nur ein wenig darüber, wer wem zuerst verziehen hat. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Außerdem habe ich etwas Neues gelernt. Nicht alle Familien funktionieren wie meine. Nur weil etwas mir und Isabella geholfen hat, sich zu vertragen, heißt das nicht, dass es auch bei Donald und Herrn Duck funktioniert. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Kidma. Bis bald. Jawohl, ja. Alles klar. So, dann haben wir im Prinzip noch eine Quest vor uns. Na klar. Guten Morgen. Ich werde gerade nochmal eben das Weizenfeld machen. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viel Weizen und können dann bei der Gelegenheit nochmal wieder ein kleines bisschen Mirabelle leveln. Den Zaun können wir gleich nochmal weitermachen. Wir haben wieder ein bisschen Holz gesammelt. Ups. 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 Na komm, da liegt da noch ein bisschen was. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 6 sind 48. Meinem Weizen bringt jetzt so eigentlich überhaupt nichts. Achso, da hinten war noch einer. Gut, 48. Hallo, Kumpel. Bzzzt. Wow! So. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht allzu viel bringt, das abzuernten. Aber vielleicht ein bisschen. Gut, dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir ein bisschen fischen gehen. Im Wald der Tapferkeit. Der Weizen wächst ja so schnell, dass er teilweise schon fertig ist, bevor ich überhaupt alles gegossen habe. So. Wobei, ich glaube, das war, wenn es geregnet hat. So, das haben wir. Dann einmal rüberporten wieder. Betreten. Immer wieder schön nach Hause zu kommen. Wir haben noch 35 Weizen. Die tauschen wir aus. 50 wieder rein. Hier haben wir auf 46, 2 Oregano. Okay, wir brauchten nur ein.
Ansonsten habe ich noch hier eine blaue Blume. Und ein bisschen Erde. So. Ja, das kann verkauft werden. Im Wald der Tapferkeit. Vielleicht mache ich noch mal eben die Zäune fertig. Na, wie geht's? So, 226 ist nicht viel. Wieso schnell der hinter den Verkaufsstand geflüchtet ist, der Donald? Die Frage ist, wie viele Zäune brauchen wir jetzt noch? Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich mache erstmal 5 Stück. Einfach nur, um zu gucken. Weißer Lattenzaun. Dann haben wir nämlich Mirabels Grundstück zumindest fertig eingezäunt. Achso, das war falsch. Hier, Möbel. Zack. Okay. Einfach mal kurz rechnen. 1, 2, 3, 4. 4 Stück brauchen wir noch. Okay. Dann mache ich die nochmal schnell. Ich will nämlich kein Holz verschwenden. So, 4 Stück. So, Möbel, schwupps. Psst. Okay, dann ist das Grundstück hier nämlich fertig. Ganz ehrlich, hier möchte ich nochmal ein paar Blumen hin platzieren. Habe ich noch irgendwas Rundes? Komm, da habe ich noch ein rundes. Ah ja, habe ich noch. Sehr gut. So. Guck mal, passt doch hervorragend. Die Frage, soll ich das Runde da hinpacken oder soll ich das immer irgendwo in die Ecke packen? Ich glaube, ich mache das lieber so, oder? Haben wir so ein bisschen für Wäsche gedacht. Denke ich mal. Irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass da die Wäsche trocknet. Und was wir als nächstes brauchen, machen wir mal weiter mit dem Place beim Jeremy. Dann kann ich nämlich ein bisschen was von den Blumen wieder weg loswerden. Möbel. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Spalierbogen. Und ansonsten Spalierzäune. Wird wahrscheinlich nicht reichen, aber zumindest haben wir schon mal etwas. So, wenn man einmal mit dieser Deko anfängt, ne? Ganz, ganz, ganz böse. Mal kurz etwas zur Seite.
Spalierbogen. Wo ist er? Mein Gott. Hallo? So. Ach hier. Spaliere. Okay, warte, muss ich ein bisschen was, das muss ich ein bisschen anders machen. Das ist zu da dran. Okay, nee, das ist ein bisschen zu eng. Ich möchte die so platzieren. Eigentlich brauche ich dann diese Reihe hier gar nicht. Oder doch? Das ist sonst ein bisschen zu weit weg. Weil darüber hätte ich es auch gar nicht hinstellen können. Okay, das passt ja eigentlich schon sehr, sehr gut. Ja, dann wird das hier nämlich schön eingefasst mit den Spalieren. Und wenn das fertig ist, kommen dann noch ein paar Tische hin. Das wird schon ganz fein. Oder warte mal. Brauche ich überhaupt rundumlaufend die Spaliere? Weil ich meine, hier an der Häuserfassade, ganz ehrlich, da überhaupt? Kann ich das hier nicht einfach offen lassen? Ich kann auch einfach sagen, dass ich jetzt... theoretisch auch so schon lassen, ne? Ich meine, ja, hier kann man jetzt so ein bisschen drüber gucken noch, aber also eigentlich hätte ich hier ganz gerne noch einen Abschluss gehabt, aber ganz ehrlich, hier möchte ich so ein bisschen offen lassen, wenn ich ehrlich bin, einfach damit man die Aussicht hat. Das soll ja einfach nur so ein bisschen hier von der Straße abgetrennt sein. Ich würde vielleicht den Spalierbogen hier wegmachen und stattdessen noch... Ich mache dann, glaube ich, noch hier einen hin. Das gefällt mir. Okay, ich möchte das ganz gerne abschließen. Also kurz vorm Ende will ich es auch gerne fertig haben. Ich gehe nochmal eben kurz runter zu unserer... Baumfarm auf den Hauptplatz. Da müssen wieder ein paar nachgespawnt sein. Ja, guck mal, da liegt noch ein bisschen Wasser. Sollte reichen, um noch vielleicht ein Spalier zu bauen. Hoch zu Goofy und benutzt da mal seine Werkbank. Kurz einmal ein bisschen schummeln. Hier ein Spalier. Hätte ich noch ein Weichholz mehr, könnte ich sogar noch zwei bauen. Aber gut. So, nämlich...
Ich meine, er schließt nicht ganz ab. Na, das würde jetzt hier mitten auf dem Weg stehen. Und wenn ich jetzt noch wieder eins rübersetze, dann wird es hier nicht mehr so ganz passen. Ich könnte höchstens sagen, ich versetze die 1 nur nach links. So. Ja, wobei ist hier so eine Lücke drin. Ne, das will ich irgendwie nicht. Ich will, dass das schon ordentlich abschließt hier. Machen wir so. Okay, und dann, Tische. Muss vielleicht mal kurz gucken, habe ich noch da passende Stühle zu? Kann ich die eigentlich noch bauen, diese Weihnachtsstühle? Ich meine, ja, wir haben kein Weihnachten mehr, aber... Stuhl für Weihnachtsfest mal. Warte mal, 3 brauche ich dafür noch. 7, ne? Dann mache ich nämlich da 2 Weihnachtstische noch hin. Mal kurz gucken. Sitzmöbel, Stühle. Ich muss das so machen, ne? Ein bisschen eng werden hier. Vielleicht sollte ich es doch besser ein bisschen quer platzieren. An den anderen Tisch. Das ist zu eng. Vielleicht hier doch einen kleineren hinstellen. Dann vielleicht so ein und dann Sitzmöbel. Na gut, komm, die können ja bleiben. Habe ich eigentlich noch Besteck? Dekor? Geschirr? Es gibt aber noch weihnachtliches Geschirr. Habe ich kein weihnachtliches Geschirr mehr? Warte mal. Kurz gucken, ob ich da was hier von herstellen kann. Okay, ich brauche noch Stoff. Den kann ich, glaube ich, auch herstellen, ne? Stoff. Brauche ich Baumwolle. Okay, wir gehen Baumwolle holen. Aber das wird, glaube ich, ganz schön.
So.